Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt auch mit Mikro. Ich wusste, irgendwas fehlte. Ja, das ist schon mal der erste Fail des Abends. Peinlich! Scheiß drauf. Wir machen trotzdem weiter. Ja, das ist... Hey, das musst du aber erstmal können, ne? Also ohne Mikro hier einfach rumzulabern und so zu tun, als ob. Als wenn das in Ordnung wäre. Ja, schon, das hat noch keiner gekriegt von uns. Oha, ist das auch wieder so ein Trupp? Perfekt. Guten Abend übrigens an Mali und an Yoshi. Unser Ziel ist simpel. Alles in die Luft jagen. Also gut, alle waren bereit. Operation, ich muss mal ins Auge pullen. Große Katastrophe läuft. Ja, Prophet. Mhm. Und die gehen einfach durch mich durch. Nie. Oh, Hallöchen. Dich kennen wir doch. Wer seid ihr? Ihr glaubt, dass ihr die Pläne des Propheten durchkreuzen könnt. Ich bin seit 72 Stunden live. Kann's mal sehen. Das kann auch nicht jeder. Also das ist der, den wir nachher noch besiegen. Also beziehungsweise besiegt haben. Also besiegt werden. Also ihr wisst schon. Hier, timey-wimey. Wippy-woppy. Also wippy-woppy, timey-wimey stuff. Ja. Diese Tür ist verschlossen. Oh, was machst du hier? Was? Ihr wollt unsere Geheimbasis betreten? Zuerst müsst ihr mir die 5 Schlüssel bringen, um zu beweisen, dass sie uns zu uns gehört. Wir brauchen unsere Schlüssel streng. Das wird also nicht einfach. Wozu Beufel über Schlüssel? Verflucht! Ich muss sie beim Spielen im Bergwerk im Westen von Genua verloren haben. Berg. Achso, ich dachte, hier wäre jetzt irgendwie cool. Diese Kinder scheinen mal wieder nichts Gutes im Schild zu führen. Sie sind, wie sind sie an die Schlüssel zum alten Gefängnis gekommen? Das alte Gefängnis wurde vor langer Zeit verlassen. Als ich aber letzthin daran vorbeilief, hörte ich merkwürdige Geräusche von ihnen. Vielleicht waren es nur Ratten. Vielleicht auch nicht. Wer weiß? Oh, wer bist du? Das Kolosseum ist geschlossen. Wir haben nicht genug Gladiatoren. Wer kämpft schon, wenn er nicht dazu gezwungen ist? Komm später wieder. Vielleicht suchen dann ja ein paar mutige Kämpfer eine Herausforderung. Ja, wir zum Beispiel. So. Oh, guck mal, ein Pärchen. Ist ja voll eklig. Findet ihr nicht auch, dass es heute schön ist? Ja. Möchtet ihr... Oh, doch kein Pärchen. Ja? Möchtet ihr gern Händchen halten? Oh, wie süß. Also gut. Ja, alles klar. Wie alt sind die? Habt ihr vom Propheten gehört? Ja. Yeah. Im Ernst? Die Leute sagen, er wird die Welt zerstören. Ich dachte, das wäre nichts weiter als eine Legende, um den Kindern Angst einzujagen. Ja. Moin, Keanu. Was? Na, über die große Katastrophe und... Ah! Verpetzt mich bloß nicht bei meinen Eltern, dann kriegen die wieder Hausarrest. Ihr verratet mich nicht, oder? Nein. Ich sitze echt in der Patsche. Ich habe doch gesagt, ich verrate sie nicht. Willkommen in der großen Bibliothek von Genua. Wir katalogisieren die ältesten Texte, damit sie genau untersucht werden können. Achso, ja, bla 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 bla. Hier, ich bin schon Ehrenmitglied und so. Langsam fange ich an, mir Sorgen um das liebe Fräulein Velvet zu machen. Ich hoffe doch sehr, dass sie bei der Reise zur Pirateninsel nicht in Schwierigkeiten geraten ist. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als mich mit ehemaligen Schülern zu unterhalten. Ich sorge lieber dafür, dass sie mich nicht sehen. Okay. Was bei mir so geht, ich spiele. Oh, das ist eine Truhe. Evoland 2. Oh, erstmal wird hier jetzt scripted gedöns. Willkommen, junger Spieler. Kommt und lernt das größte Spiel aller Zeiten. Natürlich meine ich damit das Kartenspiel. Ihr sammelt Karten und stellt euch den Armeen eurer Freunde. Doch am Ende bleibt nur einer. Ist das dasselbe Kartenspiel wie im ersten Teil? Sieht doch cool aus, Kuro. Kommt näher und erfahrt mehr. Ja, das bin ich mal. Aha. Ein neuer Spieler gesellt sich zu uns. Darf ich euch als Begrüßungsgeschenk diese 3 Karten anbieten? Eichhörnchen, möchtet ihr mehr über das Spiel erfahren? Wie spielt man es? Das Kartenspiel ist kinderleicht. Sucht euch einfach einen Gegner und fordert ihn heraus. Solltet ihr ihn besiegen, gewinnt ihr eine neue Karte für euren Stapel. Das Kartenspiel ist uralt und bei Spielern jeden Alter beliebt. Es wird in allen Winkeln der Welt gespielt. Möchtet ihr mehr über das Kartenspiel? Die Regeln. Ganz einfach. Zieht Karten aus eurem Stapel. Ihr könnt sie zurückwerfen, um Mana zu gewinnen. Oder auf dem Brett spielen, wenn ihr genug Mana habt. Auf dem Brett greifen sie euren Gegner oder seine Karten an. Reduziert Trefferpunkte aus Gegners auf 0, um zu gewinnen. Ja, ist quasi wie Magic. Oder Hearthstone. Oder was auch immer. Das Brettspiel. Spezialkräfte. Einige Karten können mehr als nur kämpfen. Reichweite bewirkt einen Schaden, wenn ihr auf der hinteren Reihe liegt. Erster Streich bewirkt als erstes Schlagen. Überrumpelt überschüssiger Schaden, springt auf den nächsten Ziel über. Magie gewährt einmal nach pro Zug. Heilen selten. Heilt die Karte vor sich. Möchtet ihr noch mehr? Nein, wir möchten jetzt jemanden herausfordern. Versucht alle Karten zu sammeln. Jetzt möchte ich jemanden herausfordern. Jetzt möchte ich es wissen.
Heute sind Noobs unterwegs. Das macht nicht nur mal Spaß. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich wenig schlage. Herausforderung. Heute sind bereit für ein Kartenspiel? Ja. Oh. Warte mal, ich muss jetzt erstmal Mana opfern. Ne? Sehe ich ja richtig. Ah, okay. Und jetzt kann ich die ausspielen. Bumm. Hast du, wie geht's euch so gefragt und nicht was geht so? Mir geht's übrigens gut. Tatsächlich. So. Warte mal, M2, das heißt, die mache ich weg. Die packe ich aufs Feld. Nein, die packe ich aufs Feld. Die packe ich aufs Feld. Aber so. Weil die hat ja ein weitreichendes Ding. Und die kommt so. Bum, bum. Ei, die hat 10 Mana. Eieieiei. Ach so, und die da oben greift jetzt die an, der greift den an, der greift den. Ah, guck mal, langsam schon habe ich das Spiel verstanden. Das Spiel verstanden. So, ich habe 2 Mana, das heißt, ich kann. Oder ich könnte den dahin packen. Ich kann ihn auch dahin packen. Dahin macht mehr Sinn. Dann könnte ich den da so machen und den könnte ich dahin packen und dann haue ich nämlich da einmal so zu. Ach, der Erstschlag. Ah. Ja, wie gesagt, mir geht's ganz gut. Morgen ist ja schon wieder schön Wochenende. Und ja, morgen oder nächste Woche, da freue ich mich schon drauf, ist endlich Division dran. Da freue ich mich ja schon drauf. Ach, und der macht überschüssigen Schaden auf den nächsten. Diese Ninja-Gedöns da ist ein bisschen nervig. Der macht da nämlich 4 Schaden. Und ich habe derzeitig nichts. Warte mal, die kosten beide 2. Der kann aber nichts. Wenn ich den noch weg tue, kann ich den trotzdem nicht spielen. Also müsste ich quasi den nehmen. Da er aber Erstschlag hat. Achso, er macht mich aber nicht tot. Aber ich mache ihn auch nicht tot. Aber die blöde Ratte macht mich dann tot. Aber die hat keinen überschüssigen Schaden, der gefiltert werden kann. Also kommt die dahin. So. Rechner zu schlecht für die neuesten Spiele. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich habe mir tatsächlich für Division ein... Achso, der greift jetzt gar nicht an. Eine neue Grafikkarte geholt. Doch, jetzt greift die an. Oh, jetzt wird's hier... Jetzt ist er im Vorteil. Nu ist er im Vorteil. Ich habe hier aber noch so ein mit überschüssigen Schaden Gedönsbla. Den könnte ich da oben hinpacken. Und wenn ich. Achso, aber dann. Ich habe keine. Ah. Also, ich würde quasi die wegnehmen. Die würde ich dahin tun. Und die kann ich auch nur weggeben. Und dann haue ich die um und ihm nochmal 2 weg. Aber er macht jetzt 4 Schaden gleich. Oh, was. Oh, 5? Was genau ist das denn? Damit hat er mich ja. Oder was ist das? Kann keine Grafikkarte einbauen, ohne dabei die RAM-Plätze zu beschädigen. Oh, das ist ganz doof. Ich habe nicht so die geilen Karten, sehe ich gerade. Ich habe 2. Ich muss 2, aber... Ja, das bringt mir alles nichts. Ich muss quasi die wegnehmen. Die dahin tun. Die kann ich auch nur wegnehmen. Und da so, da so. Ach so, und der greift in der nächsten Runde an, genau. Oh ja, schön. Ganz toll. Damit hat er mich. Ja, schade, ne? Heute war ich am besten. Komm, wir machen noch eine. Wir machen hier mal. Ha, jawohl, ich gewinne heute schon zum 3. Mal. Ja, und ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich herausfordern. Ich habe gerade ein stapeliges Kartenspiel angefangen. Ein paar der Karten sind ziemlich selten. Kann ich nur die eine an... Ah, da. Als Piraten lieben wir euch Herausforderungen. Aber bloß niemand. Sag bloß niemand, dass ich ein Pirat bin. Ich bin inkognito hier. Komm, das machen wir. Heute ist Kartenspielen angesagt. Heute ist Kartenspielen angesagt. Packen wir die weg. Und die gibt sogar 3. Dann packen wir die aufs Feld und die kommt weg. Bumm. Ach, guck mal, der hat auch nur 9. Ich sehe gerade, ich bin auch ein bisschen dunkel. Das Licht hier mal an, mal gucken, ob das was bringt. Naja, so ein kleines bisschen.
3-1. 3-1, da können wir ja hier locker so eine kleine Karte nehmen. Ähm, 3-1 ist ja, dann ist ja egal. Kann ich auch nur 2-1er nehmen hier, das ist ja... Lade, die kommt weg, die kommt auch weg. Jetzt habe ich so Seitenlicht. Ist immer wieder anders mit dem Licht hier. Immer wieder anders. Jetzt haben wir schon 5. Jetzt können wir schon mal locker, flockig den einfach hier hinbauen. Und den packen wir dann. Na, einmal hier hin. Bom. Bom. Mein Ninja-Eichhörnchen. Ich frage mich, was das... Was der da macht. Wir nehmen einfach... Wir nehmen den weg. Den weg. Ah, verdammte Axt. Ah, okay. Okay. Ah, okay. Den tut er weg. Packt er dahin. Der ist durch. Ah, ich habe jetzt ja 6 Mana. Da baue ich den einfach hier hin. Und den baue ich dann einfach nochmal hier hin. Und den nehme ich weg. Und dann müsste ich eigentlich gewonnen haben. Pop. Fertig. Ich versuche das mal mit dem Licht ein bisschen besser zu machen. Warte mal. Ich habe ja noch Möglichkeiten. Unscharf, scharf. Juhu! Na, das sieht doch. Hier, ihr verdient diese Karte. Klecks. Mal gucken, ob wir noch einen vernünftigen haben, mit dem wir kämpfen können. Nicht gleich hier den Mega-Obermufti. Ja. Wir wollen ja alle Karten gewinnen. Nein, wollen wir nicht. Also so lange werde ich euch jetzt nicht hier damit aufhalten. Guck mal, die kann man zum Beispiel super einfach machen. Dann nehmen wir die nämlich... Packen die da hin und die machen wir so. Und dann hauen wir ihn mal. Bam! Oha. Na gut, okay. Da haben wir noch bestimmt was hingegenzuwirken. Frag mich, wann die irgendwann mal eine Yu-Gi-Oh!-Referenz bringen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die hier werden das wahrscheinlich eher weniger machen. Aber. Guck mal, die bringen wir einfach mit hier rauf. Beziehungsweise. Wir machen jetzt 5 Schaden immer. Das ist schon mal ein bisschen geiler als ein... Alter, jetzt mit dem Licht nervt mich gerade ein bisschen, ne? Muss ich sagen. Ich muss mal gucken, dass ich die Kamera ein bisschen... So, jetzt bin ich zwar... Na, heute will das nicht mit der Kamera, ne? Ah, gut, okay. Ach, guck mal, da packen wir einfach die noch rauf. Packen wir hier hin. Die kommt weg, die kommt weg. Dann haben wir schon. Ich glaube, die, mit der wir als erstes gekämpft haben, war einfach nur so eine Obermufti. Hey! Wo ist meine Karte? Ich will eine Karte haben. Du Arsch. Krieg ich einfach keine Karte von ihm. Kann ich wohl nicht angehen. Mann. Guck mal, krieg ich schon mal 3. Krieg ich hier nochmal einen. Kommt hier die 4er raus. Bam. Fertig. Und eine 2-2er. Ha, meine ist besser. Trottel. So. Ne, warte mal. 1, 2. Ja, doch. Die Klecks ist gut zum Wegwerfen. Oh, da will er es wissen. Problem ist nur, dadurch habe ich jetzt gewonnen. Also insofern. Ach ja, Kamera. Gut, dass du das sagst. Muss noch mein Profilbild machen, wenn mein Wii U Gamepad, weil keine Kamera. Oh. Mit dem Wii U Gamepad, da bin ich ja mal gespannt. Guck mal, packen wir die nochmal mit raus, die weg. Die packen wir dann hier hin und dann hauen sie. Bom, bom, fertig. Krieg ich jetzt eine Karte? Könnt ihr mich lernen, so zu spielen? Hier, ihr verdient diese Karte. Danke. Warum habe ich bei dem anderen keine Karte gekriegt? Ich spiele jetzt gegen alle. Immer die so fertig. So fertig mache ich die. Guck mal, die weg, die hin, die weg. Wenn es sowas mit Handy geht, wird es auch mit dem Viewpad gehen. Ja, das Viewpad wird nur eine etwas schlechtere Kamera haben wahrscheinlich. Alter, da hat er mich jetzt gehauen.
Ja, packen wir die weg, packen wir die weg und packen wir die hin. Packen wir die einfach dahin. Dann hau ich hier nämlich drei weg und er mir nur ein. Guck mal, ich muss jetzt nur noch zwei Schaden machen und die mache ich ganz einfach. Mit ihm hier weg, ihm dorthin, ihmchen weg und zack, fertig. Das Spiel ist eigentlich piss einfach. Ja, ist ja auch okay. Schau's einfach, wie gut das wird mit der Dings und dann. So, kann ich euch jetzt herausfordern? Ich hab. Den hier muss ich nochmal herausfordern. Der hat mir keine Karte gegeben. Ich möchte eine Karte von ihm. Kann ich auch nicht angehen hier, oder was? Guck mal, eine kleine Fledermaus. Weg damit, weg damit, weg damit. Die Anne, gegen die wir als erstes gekämpft haben, war voll die Cheaterin. Voll die Cheaterin. Na toll, jetzt kriege ich keine, ne? Das ist ja super. Guck mal, dann bauen wir den mal hier hin. Und dann haben wir noch eine kleine Fledermaus. Guck mal, die hat ein Leben mehr, also kommt die da hin, die kommt weg. Und dann haben wir fürs nächste Mal schon mal wieder genug Munition, hätte ich fast gesagt, für den Bär. Für den Bären, genau. Oha, 3-1. Eieieiei. Naja, gut, ist auch weg, insofern. Nicht so wild. Ja, wenn der Bär denn kommen würde, das ist natürlich eine Voraussetzung dafür. Ja, den Bären, das lassen wir mal durchgehen, würde ich sagen. Wir nehmen mal hier. Aber wieso 3? Nur weil der Schaden dann durchgeht? Das finde ich irgendwie auch ein bisschen dumm. Hier ist das der übermäßige Schaden, der dann weggeht. Können wir dann. Aber wir müssen ja so ein bisschen müssen wir aufpassen. Ah, nur beim Angriff, okay. Glaube ich. Zack, zack. Das wird schon komplizierter hier. Ah, wenn der auch 3 macht, dann hau ich ihn hier. So, bumm. Ich habe ja mehr Leben als er. Das ist ja die Krux dabei. Für ihn zumindest, nicht für mich. Weil ich mache jetzt einfach hier, was weiß ich, ich baue jetzt den dahin. Achso, den weg und den dahin. Einfach weil ich es kann. So. Boom. Boom. Fertig. Krieg ich jetzt eine Karte? Nee, Schweinerei. Eigentlich wollte ich auch hier nur die Kiste öffnen. Kiste! Ein Stern zum Sammeln!